Hallo, mein heutiges Thema dreht sich um die Frage, wer eigentlich die Kosten für ein Bewerbungsgespräch, beispielsweise die Reisekosten, trägt. Ich bin Marion Neumann und ich bin deutschlandweit für Sie als Rechtsanwältin tätig. Viele stellen sich die Frage, wer eigentlich die Kosten für ein Bewerbungsgespräch trägt. Gibt es einen Anspruch auf Kostenerstattung gegen das Arbeitsamt oder gar gegen das Unternehmen, bei dem man sich vorstellt? Die Antwort auf diese Frage ist wie immer typisch juristisch. Es kommt darauf an. Gegen das einladende Unternehmen besteht generell ein Erstattungsanspruch gemäß § 670 BGB auf Ersatz der notwendigen Reisekosten oder auch Verpflegungskosten, gegebenenfalls sogar Übernachtungskosten. Es gibt jedoch Ausnahmen, in denen kein solcher Anspruch besteht. Die erste Ausnahme: Hat das Unternehmen den Bewerber nicht ausdrücklich eingeladen oder zu einem persönlichen Gespräch aufgefordert, so liegt in dem Erscheinen ein unaufgefordertes Erscheinen mit der Folge, dass kein Erstattungsanspruch besteht. Zweitens: Ausgeschlossen ist die Kostenübernahme für Flüge. Generell gilt, es muss nur gezahlt werden, was an Kosten für eine Reise mit der Deutschen Bahn in der zweiten Klasse anfallen würde. Oder, wenn der private PKW genutzt wird, die üblichen 30 Cent pro Kilometer derzeit, das richtet sich aber wieder nach den steuerlichen Gegebenheiten. Weiter ausgeschlossen ist eine Erstattung von Hotel- und Übernachtungskosten und Verpflegungskosten, wenn diese nicht zwingend erforderlich waren. Hat ein Headhunter den Bewerber zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen, so besteht dennoch kein Kostenerstattungsanspruch gegen den Headhunter, sondern gegen das einladende Unternehmen. Zudem hat das einladende Unternehmen jederzeit das Recht, die Kostenübernahme auszuschließen. Dies kann es machen, indem es den Bewerber beispielsweise im Vorfeld am besten schriftlich darüber informiert, dass keine Kosten getragen werden. Hat man denn einen Kostenerstattungsanspruch gegen die Bundesagentur für Arbeit? Generell gilt, ist man dort arbeitssuchend gemeldet, greift die Bundesagentur für Arbeit auch dem Bewerber finanziell unter die Arme. Voraussetzung ist allerdings, dass rechtzeitig vor Bewerbung ein Antrag gestellt wird und das Unternehmen die Kostenerstattung ausgeschlossen hat. Generell gilt, dass die Bundesagentur für Arbeit sich auch an weiteren Bewerbungskosten beteiligt, wie zum Beispiel für angemessene Kleidung, Bewerbungsunterlagen und so weiter und so fort, soweit dies nachweislich erforderlich ist. Allerdings hat die Bundesagentur hier einen Ermessensspielraum. Es besteht keine Zahlungspflicht. Und was passiert, wenn weder das Unternehmen noch die Bundesagentur für Arbeit die Kosten erstattet? In dem Fall bleibt immer noch die Möglichkeit, die Bewerbungskosten steuerlich als sogenannte Werbungskosten geltend zu machen. Das Finanzamt erkennt in der Regel einen Großteil der anfallenden Kosten an. Das geht schon damit los, dass es die Kosten für Zeitungen übernimmt, in welchen man die Stelleninserate finden kann, über Kosten für Fachliteratur bis hin zu Kosten für Bewerbungstrainings, zu Fahrt-, Übernachtungs- und Verpflegungskosten. Sollten Sie anwaltliche Beratung oder Vertretung benötigen, können Sie sich gerne unter den eingeblendeten Kontaktdaten an mich wenden. Sie finden diese Kontaktdaten auch in der Videobeschreibung. Und nicht vergessen, kommentieren und abonnieren. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ihre Marion Neumann.